Und gerade wie wir diesen Gedanken gefasst haben, schläft der Wind ein. Einen schönen guten Morgen aus Geza. Wir haben uns heute Morgen die Ruhe angetan, weil wir nur noch jetzt einen kurzen Schlag von 37 Seemeilen haben, bis wir wieder im Heimathafen sind. Sollten die Wetterbedingungen oder die Wellen zu unschön sein, haben wir überlegt, dass wir dann nach 30 Meilen nach Burg abdrehen können. Das ist so unser Notnagel. Wir haben ja noch einen Tag Zeit. Wir wollten ja eigentlich erst morgen wieder zurück sein. Aber da das Wetter so suboptimal ist, es ständig regnet und wir keine Lust haben, großartig nass zu werden und das Ganze dann noch unnötig in die Länge zu ziehen, ist also unser Plan, bis nach Heiligenhafen zu fahren. Wie gesagt, nur wenn das nicht funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, machen wir nochmal Stopp in Burg. Ja, wahrscheinlich Burg Starken, wie immer. Da gibt's lecker Torte. Ja, wir haben gerade schon gefrühstückt und legen jetzt gleich ab. Ich denke mal, dass wir so um 9 hier loskommen. 37 Seemeilen mit Wind von hinten, also im Schmetterling. Welle von knapp einem Meter ist vorhergesagt. Also es könnte schunkelig werden. Schauen wir mal. Wir werden berichten. Da war ich gerade fast fertig, die Kuchenbude abzubauen. Die war so gut wie trocken. Fängt dann an zu regnen. Aber so richtig. Es kann nur ein kleiner Schauer sein, weil die Sonne scheint und eine große schwarze Wolke ist hier auch nicht. Aber da hatte ich mal ein perfektes Timing. So gerade eben noch geschafft, die Kuchenbude reinzuwerfen. Ja, und jetzt sitze ich hier unterm Decksaufbau und um mich drumherum geht die Welt unter. Jetzt warten wir den Schauer noch ab und dann legen wir erst ab. Thank you.
schönen guten Tag. Wir sind fast zu Hause. Wir haben gerade Burg quer ab liegen gelassen. Wir werden also direkt nach Ortmühle fahren, weil es lief bis gerade eigentlich super. Also anstatt Dauerregen, blauer Himmel und Sonne, die Welle war erträglich, zwischendurch ein bisschen lästig, aber erträglich. Wind hatten wir super toll und dann haben wir gerade beschlossen, dann fahren wir jetzt nach Ortmühle, machen das Schiff fertig und gehen nochmal lecker essen zum Abschluss des Urlaubs. Und gerade wie wir diesen Gedanken gefasst haben, schläft der Wind ein. Ja, wir haben jetzt noch, ihr hört Segelschlagen, so 6 bis 8 Knoten Wind. Ja, wir sollen immer noch um 18 Uhr ungefähr zu Hause sein, wenn es so weitergeht. Wir fahren Gott sei Dank immer noch so knapp 4 Knoten. Ja, schauen wir mal. Ich habe gerade schon geguckt. Ich habe auch ein Restaurant gefunden, was tatsächlich noch bis 22 Uhr auf hat. Viele machen leider schon um 8 zu. Das würden wir dann wahrscheinlich nicht mehr schaffen mit klar Schiff machen und Segel einpacken und sowas alles. Ja, aber das um 22 Uhr, das kriegen wir wohl hin. Und dann drückt uns mal die Daumen, dass wir das noch irgendwie hinkriegen, gebührend den Abschluss unseres Urlaubs zu feiern. Und dass wir irgendwie nochmal ankommen mit wenig Wind. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen mehr. Aus Ortmühle. Wir sind gestern wieder hier angekommen, bei perfektem Wetter, was so eigentlich gar nicht angekündigt war. Ja, heute regnet es. Wir sind ganz froh, dass wir also gestern schon den Schlag gemacht haben und uns nicht noch mehr Zeit gelassen haben. Ja, der Urlaub ist jetzt zu Ende. Wir räumen hier gerade noch ein bisschen auf, machen klar Schiff und dann geht's wieder zurück nach Hause. Wir hatten gerade noch netten Besuch zum Frühstück. Ja, ich wollte noch ein kleines Fazit abliefern zu unserem Urlaub. Es war von allem etwas dabei. Wir hatten eine Nachtfahrt, wir hatten lange Schläge, kurze Schläge, wir hatten Sonne, wir hatten Regen, wir hatten Sturm, wir hatten Flaute. Also eigentlich einmal alles querbeet. Wir sind hart am Wind gefahren, wir hatten Raumschutzwind und sind im Schmetterling gefahren. Und ja, wir haben sogar Schweinswale gesehen, ganz viele vor der schwedischen Küste. Also ein herrlicher Urlaub mit allem, was man sich so vorstellen kann. Ein bisschen Real Talk muss aber auch mal sein.
wenn jemand eine Spinnenphobie hat und sich mit dem Gedanken trägt, segeln zu gehen. Lass es sein. Wir hatten dieses Jahr so viele Spinnen an Bord. Das fing schon an, als wir den ersten Schritt an Bord gemacht haben, wie wir hingekommen sind. Der ganze Bugkorb war vollgesponnen. Ich habe, als ich die Vorsegel per Senning runtergenommen habe, mindestens 6 Spinnen ins Wasser befördert. Ich weiß nicht, wie viele mir da durchgegangen sind, die ich nicht gesehen habe. Und wirklich jeden Tag habe ich mehrere Spinnen entsorgen müssen. Und es ist sogar so weit gekommen, dass unsere Windmessanlage eingesponnen war und nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, ich musste hoch in den Mast und die Spinnenweben wegmachen. Die ganzen Stage und Wanden waren eingesponnen, also unglaublich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also wenn jemand einen Tipp von euch hat, was man gegen Spinnen machen kann, ich möchte kein Antispinnenspray benutzen, weil das Zeug hochgradig giftig für Wasserorganismen ist. Da möchte ich ganz gerne die Finger von lassen. Also wenn ihr eine Alternatividee habt, bitte immer her damit. Und wie gesagt, wenn du eine Spinnenphobie hast und dich mit dem Gedanken trägst, segeln zu gehen, keine gute Idee. Also es ist nicht nur, dass die Spinnen an Bord sind, die sind auch am Stromkasten, an den Stegen, auf den Toilettenanlagen in der Nähe vom Hafen. Also die Viecher, die sind wirklich überall in der Nähe vom Wasser. Dieses Jahr echt extrem. Naja, ansonsten war es, wie gesagt, durchwachsen. Wir hatten viel Spaß, wir hatten schöne Momente. Wir hatten Momente, wo ich echt dran gezweifelt habe, ob Segeln wirklich so toll ist. Aber im Endeffekt überwiegen die schönen Momente. Und dann weiß man wieder, wofür man das macht. Ja, also wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid und euch gefallen habt, was ihr gesehen habt und uns begleitet habt auf unserem Sommerturn 2021, würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch kommentieren. Wir sind immer dankbar für konstruktive Kritik, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was wir vielleicht nicht so richtig machen. Ja. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch bei dem nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!